Und willkommen zurück, meine Lieben. Wir gucken direkt weiter bei diesen ganz schönen Sachen, wo wir hier in der letzten Folge dabei waren. Wenn ihr denn auch fleißig geguckt habt, man weiß es ja nicht. Oh, hier könnte man den nächsten Aussichtsturm hinbauen, wisst ihr das? Krass. Na, oh, da bin ich ja auch geil drauf. Oh, hier ist wieder so eine Gebirgslandschaft, das ist ja cool. Hahaha, ha, ha, ganz klar. Ah, nicht die Taste. Aussichtsturm. Da werde ich den nächsten hinhaben. Am allerliebsten. Cool. Moment, erstmal was essen. Sind das normale Kühe? Das sind schon wieder so Herobrine-Kühe. Alter, wieso geben die Kartoffeln nur so wenig? Ach, die sind nicht gebraten. Leck mich doch am Arsch. Egal. Oh, das sind normale Kühe. Es gibt hier doch noch normale. Na, okay, komm. Der Berg ist von Löwen überfallen. Da gehe ich jetzt bestimmt nicht hin. Greifen dann eh wieder wie so Geisteskranke an. Das riskiere ich gar nicht erst. Nö, nö, da gehe ich mal lieber woanders dahin. An irgendeinen friedlichen Ort. Ja, du sagst es, Lil Jon. Okay. So. Irgendwie ist dieses hier ein bisschen verbuggt, aber ich habe keine Ahnung warum. Interessiert mich aber auch nicht. Wenn man das aberntet, dann ist es hinterher wieder normal. Versteh einer die Welt. Das ist halt so typisch Minecraft halt, ne? Scheiße. Sprung nicht geschafft. So, zu dem Grün ist, glaube ich, der Turm, ne? Ich habe keine Ahnung mehr, ehrlich gesagt. Aber ist scheißegal, ist scheißegal. Wir gucken schon, wo wir da hinkommen. Wird schon irgendwie schief gehen. Wen interessiert's? Ich will dann auf jeden Fall diese Kohle sammeln. Genau. Wir streiten mal über die Schlangen. Jawohl. Ach genau, hier haben wir den Sand weggetan ein bisschen. Hier ist das ganze Wasser. Gleich können wir nicht mehr rennen, das ist schon ein bisschen bescheiden jetzt. Scheiße, dass sie nur einen halben Punkt geben, ist doch behindert. Warum machen da keine Karotten, verdammt? Oh, aber zwei Kartoffeln sollten wir uns aufheben, damit wir die einpflanzen könnten. Das wäre gar nicht mal so dumm, ne? Wo ist denn eigentlich Herobrine, der Penner? Der lässt sich auch nicht mehr blicken. Aua. Aber umso besser für uns, muss man ja auch mal so gesagt haben, ne? So, gleich haben wir es wieder geschafft. Gleich sind wir beim Berg angelangt. Schwimmen! Blub, 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 blub. Alles klar. Hier ist auch noch ein Baum, den wir schnell mal abernten könnten. Und auch natürlich werden. Ab geht's. Gut. Jetzt nur noch versuchen, hier hochzukommen. Oh, wartet mal. Jetzt will ich mal hier, ne, was Gemeines machen. Oh mein Gott, ein Kreuz. Hier bleiben wir hier. Nein. Okay, komm. Das war jetzt eine Parodie auf die ganzen Kiddies, die da ihre Videos verbreiten mit dem Kreuz und alles. Es gab nur noch einen YouTuber, der hat auch so eine riesengroße Pyramide gebaut und darauf beschworen hat, dass Herobrine in der Nähe was bei ihm gebaut haben soll. Vielleicht wissen einige, wen ich meine. Ich kenne seinen Namen leider nicht. Wenn ihr den Namen erkennt, dann guckt mal für mich. Dann kann ich nachgucken, ob es der auch wirklich ist. Dann sage ich, ob es so ist oder nicht. Denn der hat ja schön von sich behauptet, dass Herobrine es auf seiner Karte sich rumgetrieben hat, um die ganzen Kinder zu verarschen. Also Freunde, wer auf sowas reinfällt, ich weiß ja nicht. Das ist doch klar, dass er das selbst gebaut hat und dann einfach neben dem nächsten Video gesagt hat, huch, wie kommt denn das da hin? Oh mein Gott, hätte ich ja niemals gedacht, das ist ja unglaublich. Wer kann das nur gewesen sein? Hm, komisch, das kann nur Herobrine gewesen sein. Also Freunde, macht mich nicht fertig mit so einem Scheiß. Das ist ja die Dramatik schlechthin, das glaubt doch dem kein Mensch. Obwohl, es haben ihn zu viele geglaubt, so rum, aber es ist halt schade, dass ihn so viele Glauben geschenkt haben, ne? Dadurch ist er ja auch ein ziemlich bekannter Let's Player geworden. Aber ob er das jetzt immer noch so ist, keine Ahnung. Aber dieser Hype damals von Herobrine, wie der ausgenutzt wurde, Freunde, Freunde, Freunde. Und die meisten sind schön drauf reingefallen. Furchtbar. Naja. Die perfekteste und bekannteste Creepypasta ist einfach Herobrine. Muss man halt so sagen, ne? Je nachdem. Hier, Digga, ich hab dir nichts gemacht. Verpiss dich, Alter. Guck mich nicht so blöd an. Ich krieg da schon wieder so eine schlechte Vorahnung. So, wir kramen uns jetzt erstmal wieder hoch. Aber nicht hier. Wäre ein bisschen auffällig. So.
Obwohl, hier kommen wir ja größtenteils schon so hoch. So. Halt die Fresse, Löwe, Tiger, was auch immer du bist, oder wo auch immer du bist. Das ist gut, damit verbreite ich auch ein bisschen den Asphalt hier. Ach, den Asphalt, genau. Ja, ich verbreite das auf jeden Fall hier, ne? Irgendwas, was ja auch immer hier ist. Scheiße. So, so wollte es haben. So, kann man das ein bisschen zubauen hier. Alter, was macht denn der schon wieder auf meinem Berg? Das ist mein Berg, du König der Löwen. Obwohl du ein Tier. Aua, Alter, guck, das meine ich. Was geht mit deinen Tieren, mit diesen Viechern hier schief, Alter? Verpiss dich mal. Schon mal was von Teilen gehört oder so? Hammerhart. Scheiß Mietnomade. Ach, jetzt auch noch ein Bär hier auf dem Berg. Was geht denn bei euch ab, sag mal? Verpiss dich, Teddybär. Halt die Fresse. Wieso der nur liegen kann, das werde ich auch niemals verstehen. Aber interessiert mich nicht. So, Essen brauchen wir nicht machen. Dadurch haben wir ja jetzt. Muss man hier nur mal ein bisschen so mit dem Brot machen. Zack, zack, zack. So. Klappt doch ganz gut, oder? Ist zwar nur wenig Brot, aber im Moment reicht erstmal. Zumindest bis wir hier dann mal das andere Obala braten können. Oder wir machen uns noch einen Ofen. Wäre natürlich auch nicht dumm, aber wieso habe ich keine Steine mehr? Hallo? Hä, wo sind meine ganzen Steine hin? Ich war. Ach so. Stimmt ja, die habe ich ja da reingetan. Ich bin auch so blöd manchmal, ne? Ja, was kann ich jetzt noch machen? Genau, ich kann noch diesen Berg hier abrappeln. Normalerweise müssen wir noch mal ein paar Steine rausnehmen. So. Machen wir die jetzt einfach mal zu den Büchern. So. Denn noch ein weiterer Ofen wäre gar nicht mal so verkehrt. Boah, ich muss die ganze Scheiße einfach rausschmeißen, ist auch egal. Moment. Hier kommt jetzt wieder der restliche Stein rein. Zack. Und hier kommt jetzt hier diese Kartoffeln rein. Ne, erstmal das Fleisch kommt da rein. So. Perfekt. War ein bisschen kompliziert jetzt der Weg, aber er hat ja am Ende doch noch geklappt. Dann ist es ja nicht ganz so schlimm. Jetzt nehmen wir noch hier diesen Berg auseinander. Ist ja nicht mehr viel. Wir müssen doch mal den ganzen Berg beleuchten. Stimmt, das habe ich auch vergessen. Scheißendreck, ich vergesse immer nur die Hälfte. Ich mache immer nur die Hälfte und dabei die restliche Hälfte vergesse ich. So einfach ist das. Traurige Welt, traurige Welt. Aber mir egal. Egal, egal, egal. Wenn das obere hier weg ist, was machen wir danach? Gucken, wie die Steine sind, genau. Oh, und ausleuchten. Der Mond erhebt sich schon wieder, diese scheiß Drecksau. So, hier mal so eine Fackel hin. Hier mal so eine Fackel hin, sieht schon geil aus eigentlich. Das wird richtig böse hier werden, also. Ich hoffe es zumindest, ich verlasse mich da drauf. Auf unser Talent. Auf unsere Baukunst. Auf unsere Kreativität und auf unsere Geduld vor allem. Wenn jetzt wisst, wie viele Kommentare ich bekomme. Ich mach's, du bist scheiße, du baust nur noch, ich muss auf den Piss, Mann, ich guck dich nicht mehr, die abonniert, leck mich. Obwohl, kam eigentlich schon nicht vor, dass jemand geschrieben hat, du bist scheiße, ich deabonnier dich. Was auch eine Logik ist, oder? Du bist scheiße, ich deabonnier dich. Sieht man ja bei Gronkh die ganze Zeit. Komisch. Naja. Boah, Alter, alleine dauert so ein Solo-Projekt aber ganz schön lange hier, hätte ich nicht gedacht. Also wenn man das so privat spielt, dann geht das einfach raki-zaki hier, die Stars, man gibt sich und fertig. Aber wenn man das aufnimmt, das dauert schon irgendwie seine Zeit. So, alles schön ausgeleuchtet. Zumindest größtenteils, dann könnt ihr schon mal nichts respawnen. Oder spawnen im Allgemeinen. Glaube ich zumindest. Das Spawnverhalten ist eh komisch. Kannst du noch so ausleuchten, auf einmal steht einfach so ein scheiß Gespenst hinter dir. Aber so sind sie halt, die Gespenster. Okay. Das haben wir doch jetzt schon mal geschafft. Sehr schön. Haben wir hier Holz? Holz, Holz, Holz. Ja, natürlich haben wir Holz. Sogar nicht wenig. Gut, Freunde.
Ja, das war natürlich wieder sehr clever. Was soll denn die Scheiße, Mann? Macht's ab. So. Zack. Wir machen uns jetzt mal hier erstmal eine schöne Kiste, ne? Für die ganze Erde. Und dann noch eine Kiste. Ja, eine Kiste für den Sand. Könnte man indirekt machen. Müssen wir uns noch überlegen. So, alles aufgesammelt. Zack, 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 zack. Weil so viel Erde wird es jetzt auch nicht mehr werden. Deswegen könnte man den Sand und die Erde eigentlich in eine Kiste packen. Mal gucken wir einfach noch, ne? Locker bleiben. So, die andere Kiste einfach mal hier hingeknallt. Fertig. Ja, komm, da machen wir den Sand rein. Scheiß drauf. Alles klar. Das Essen ist soweit fertig. 4 Kartoffeln lasse ich mal jetzt einfach so. Die brauchen wir zum Einpflanzen, logischerweise. Das kommt auch weg, falls Herobrine uns den Arsch aufreißen will. Hier sammeln wir nochmal ein bisschen Holz. Genau, auf Stein wollte ich das gerade drauf tun. Das wäre, glaube ich, keine gute Idee geworden. Boah, das ist auch so doof, ne? Habe ich das ganze, die ganze Erde weggemacht. Weil ein bisschen kann man immer gebrauchen. So, Kies noch wegmachen. Alles klar. Das könnte jetzt was werden. Obwohl, sind die zu nah beieinander? Ich weiß es nicht, ist mir auch scheißegal. Entweder so wachsen nicht. Fertig aus. Gut, die Steine gehen auch gut voran. Wobei man natürlich noch ein bisschen mehr braucht, aber das macht jetzt auch erstmal nichts. Es geht jetzt nur darum, dass wir hier ein paar Treppen machen können, dass wir hier runterkommen. So. Hier ist die Werkbank. Spadatsch, 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 spadatsch. Ich mache erstmal Einzeltreppen, bevor das hier ausartet mit dem ganzen Gebaue und Erschaffe hier. 20 Stück sind nämlich nicht viel. Damit kommt man in der Regel nicht weit. Ah, genau diese zwei Blöcke. Ne, einen bräuchte ich noch. Scheiße. Ah, ne, doch nicht scheiße. Moment. An Planung habe ich es hier gerade nicht so. So. Genau. Gut, das kann man doch eigentlich so lassen. Ne, wartet mal. Ah, das ist mir noch nichts. Das ist noch nichts. Das ist noch nichts. Lieber machen wir das hier weg. Und lassen da dafür so den Weg lang gehen. Steine, 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 Steine. Alter, wo hab ich. Achso, ich habe ja gar keine Steine mehr. Abgefuckt. Egal. Auf jeden Fall wird dann hier der Weg lang gehen. Und dann wird hier. Ja, ist auch ein bisschen scheiße, oder? Nee, wir machen das jetzt lieber hier. Oh, Alter, verpiss dich. Komisch, dass es gerade aussah, wenn man die angegriffen hat, ne? So, genau. Dann mache ich das weg. Oder wir lassen den Weg so Dreier breit. Ich weiß es nicht. Egal, wir gucken jetzt einfach erstmal so. Ist jetzt auch scheißegal, verdammt. Wir wollen jetzt auch mal irgendwann hier runterkommen, ne? So. Das kann auch schon mal was werden, oder? Ich weiß es noch nicht ganz so genau, aber ich glaube schon. So, wir machen jetzt mal hier die Erde weg. Hier, wo sie halt weg gehört, machen wir sie weg. Genau. Und jetzt machen wir hier. Ich bin jetzt gerade ein bisschen weniger am Reden, weil ich jetzt hier gerade am Plan bin. Tut mir leid, Freunde. Aber ich denke mal, ihr akzeptiert es auch. Lassen wir das gerade oder nicht? Oha. Ist schon ein bisschen gefährlich da unten, behaupte ich jetzt mal. Ne, dann kann man das ruhig so weiterführen. Ups. So. Und so. Das ist jetzt ein bisschen gefährlich hier zu bauen. Aber ich hab's ja voll drauf. Verdammt. Das war schon mal ein Verlust. Und so.
Oh, Mann, hör doch auf mit der Scheiße. So. Das ist jetzt nur zum Plan gemacht. Das kann weg. Jawohl, eine Todesfalle, die ist immer gut. Ja, Freunde, es sieht schon ein bisschen gefährlich aus, aber irgendwie auch ein bisschen schön. Wie machen wir das dann hier noch? Ja, wäre auch ein bisschen gefährlich jetzt, ne? Wie machen wir das so jetzt? Moment. Zack. Ne, das lassen wir gerade, bis es um die Kurve hier geht. Ja, das halte ich für eine bessere Idee. Eins, zwei. Dann muss das auch noch hier weg. Gut, genau so machen wir das jetzt. Ist halt jetzt nur scheiße, weil wir gar keine Blöcke mehr haben eigentlich. Naja, gut, vier Stück haben wir schon noch. Nee. Sieben. Dann gucken wir jetzt mal. Da unten ist auf jeden Fall schon mal ein netter Werwolf, der auf uns wartet. So. Und hier würde ich dann weiter anfangen runterzubauen, schätze ich mal. Ja, das könnte schon eigentlich keine schlechte Idee sein. Oder warte mal. Ne, wir bauen hier normal weiter. So. Bis wir um die Kurve sind, genau. Ja, das ist eine bessere Idee. Ah, das wird schon geil werden, auf jeden Fall. Freunde, das wird was. Aber in der nächsten Folge werden wir ja alles weitere sehen. Tschüss. Oder Moment, wo es Abend ist. Probieren wir kurz mal was. Schlafen wir doch einfach mal eine Runde. Bin gespannt. Und kommt da was? Kommt da was? Kommt da was? Nö. Ja, keine Ahnung. Also ich krieg das irgendwie nicht hin, Freunde. Aber ist ja auch egal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.